Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem wir uns jetzt ein bisschen wieder allgemein zusammensetzen und weiterarbeiten dürfen, als das letzte gemeinsame Modul möchte ich zum Thema Verwaltungspolitik noch einmal ganz kurz das Thema Nationaler Aktionsplan für Beschäftigung und das Thema Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Sicherung der Vollbeschäftigung machen und dann eine Art Zusammenfassung und Ausblick zum Thema Verwaltungsökonomie geben, bevor wir dann im Anschluss uns in den Arbeitsgruppen auflösen. Zwei Themen haben wir in den Arbeitsgruppen. Also es werden sicher 3 Stunden hier notwendig sein, 3 mal 45 Minuten. Das erste Thema ist das Interessante: Wie stellt sich der Rechnungshof zu New Public Management in den Ländern? Ich würde Sie ersuchen, in die entsprechenden Arbeitsgruppen zu gehen und sich dieses Thema vorzunehmen. Großer Hinweis dazu ist natürlich die Seite des Rechnungshofes, aber Sie haben auch die Möglichkeit, die Suchmaschinen zu nutzen. Das zweite große Thema, das wir uns stellen möchten, ist, welche Maßnahmen zum Thema Vollbeschäftigung gibt es? Wie haben sich die Leitlinien der Europäischen Union vom ursprünglichen nationalen Aktionsplan verändert in Richtung neue Leitlinien der europäischen Arbeitsmarktpolitik? Ein kleiner Hinweis: Es gab ursprünglich 19 Leitlinien, jetzt sind es 10. Und welche Unterschiedlichkeiten in diesen Bereichen gibt es? Für die Fernlehre-Studenten, die natürlich mit uns in diese Gruppenarbeit nicht ausweichen können, möchte ich festhalten, dass wir in den Unterlagen, die Sie hier auf Ihrem DVD- oder CD-ROM-Träger haben, etwa 60 Seiten Text zur alten Nationalen Aktionsplan für Beschäftigung haben, durchaus mit Abarbeitung der Leitlinien, mit der Anführung der entsprechenden Aufgabenkritik und dann auch dem, was in der Praxis erfolgt ist. Dazu, wenn Sie sich dann einfach in die Suchmaschinen hineinhängen und dazu die neueren Materialien finden, dann können Sie das, was wir sozusagen in der Gruppenarbeit machen, also entsprechend auch nacharbeiten. Sollte es hier irgendwelche Probleme geben, sind Sie noch einmal verwiesen auf die Studienleitung Office, Klammeraffe, Hans-Sachs-Institut.at. Aber wir hier zur Vorbereitung unserer Gruppenarbeit noch ein paar Geschichten zum Thema Arbeitslosigkeit. Wenn wir in Österreich Arbeitslosigkeit diskutieren, dann wird das eigentlich immer politisch gesehen. Einmal ist es ein Angriff der Opposition auf ein Staatsversagen der Regierung. Andererseits ist es eine Verteidigung der Regierung und es wird dargestellt, es sei ja bei weitem nicht so schlecht, wie das in der politischen Diskussion immer behauptet wird. Die Wahrheit ist, und das müssten also beide Seiten, weil ja auch Regierung und Opposition sich über einen längerfristigen Zeitraum ja abgewechselt haben und auch abwechseln werden, man muss außer Streit stellen, dass Arbeitslosigkeit ein großes Problem ist. Man muss außer Streit stellen, dass Arbeitslosigkeit ein internationales Problem ist. Und man muss außer Streit stellen, und das ist wissenschaftlich nachweisbar, dass alle Daten, die hier vorliegen, gelinde gesagt, optimistisch sind. Es ist das Thema Arbeitslosigkeit schlimmer als aufgrund der Statistiken dargestellt. Wenn wir immer nur erheben, wer hat Anstrengungen unternommen, einen Job zu bekommen, dann nehmen wir jene heraus, die aufgrund von Resignation beispielsweise gar keine Anstrengungen mehr unternehmen, einen Job zu suchen. Oder die von vornherein beschließen, nicht arbeiten zu gehen, sondern Aufgaben im Unternehmen Familie zu übernehmen. Oder die vorhaben, neben dem Diplom auch noch ein Doktorat zu machen. Oder ein Postdoktorat oder sonst irgendetwas, die sich dem Arbeitsmarkt noch gar nicht stellen. Also wir haben alleine bei der Erfassung der Arbeitslosenzahlen nur die, die offiziell sozusagen sich darum bemühen und die, die das nicht tun, aber wissen, dass sie eh keinen Job bekommen, das durchaus den Willen hätten, einen zu bekommen, fallen schon einmal raus. Darum sind auch unsere Arbeitslosenzahlen eigentlich relativ optimistisch. Und wir haben auch, wenn wir uns mit Ländern vergleichen, gerne die Länderspezifika, die wir nicht bringen. Wenn wir uns beispielsweise mit Ländern vergleichen, die eine Berufsarmee haben und keine
Milizarmee, so wie wir, die einfach eine bestimmten Anzahl, die also diese allgemeine Wehrpflicht nicht einsetzen. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben 40.000 Präsenzdiener, das würde etwa einem Arbeitsplätze-Äquivalent von sicher 30.000 Arbeitsplätzen entsprechen. Wenn wir sagen, diese Arbeitsplätze würden noch zusätzlich die Arbeitslosenzahl erhöhen, dann hätte man nicht 4,5% Arbeitslose, sondern 5%. Also man sieht alleine durch solche Maßnahmen, wie schön das dargestellt wird. Oder wenn wir sagen, wir haben 35.000 Menschen in Umschulungsmaßnahmen, die nicht arbeitslos sind, dann sind wir bei 5,5% Arbeitslosigkeit. Und wenn wir jetzt noch sagen, dass es eine Anzahl der geringfügig Beschäftigten gibt, und das sind einige Hunderttausend, und das sind in Wirklichkeit Leute, die nicht in einem offiziellen Arbeitsverhältnis sind, also sie sind natürlich nicht arbeitslos, weil auch geringfügig Beschäftigte nicht arbeitslos sind, sie sind aber lediglich unfallversichert, weil sie nur eine bestimmte Wertgrenze verdienen, dann könnten wir, wenn wir jetzt ein bisschen polemisch das alles hochrechnen, durchaus auch auf Arbeitslosenraten von 10% kommen. Das heißt, ganz grundsätzlich ist es völlig wurscht, ob 4% Arbeitslose oder 4,2% rauskommt, es stimmt sowieso nicht. Es ist nur eine Möglichkeit, irgendwie Vergleichbarkeit herzustellen, um zu schauen, wie sich insgesamt das Ganze entwickelt. Und dann macht es auch Sinn, wenn ich immer nur die zähle, die ohnehin auf den Arbeitsmarkt drängen und das vergleiche mit jenen, die in wenigen Jahren auch wieder auf den Arbeitsmarkt drängen, dann habe ich zumindest eine Vergleichbarkeit der Daten. Aber ganz grundsätzlich muss außer Streit gestellt werden, das Arbeitsproblem oder das Problem der Arbeitslosigkeit ist größer als von der Republik eingestanden. Das ist doch kein Vorwurf, weil Arbeitslosigkeit ja nicht Folge verfehlter Regierungspolitik oder verfehlter Oppositionskritik ist, sondern einfach ein weltweit spürbares Phänomen, dem man sich einfach nähern muss. Aber nur wer sich immer in die Tasche lügt, wird möglicherweise zu wenig Anstrengungen unternehmen oder weniger Anstrengungen als eigentlich gesellschaftspolitisch und wirtschaftspolitisch geboten. Und daher diese 4,5% Arbeitslosenrate in Österreich oder 4,2% oder je nachdem, ob wir Winter- oder Sommerarbeitslosigkeit haben, im Winter, wenn die Bauarbeiter auf der Straße stehen, also ist sie höher, einfach nur als eine Zahl nehmen, die aber nicht wirklich ihre Realität ist oder die man in die eine oder andere Richtung bewegen kann. Wenn wir uns aber die Arbeitslosenzahlen grundsätzlicher anschauen und sagen, welche Problembereiche haben wir, da gibt es also unter den Jugendlichen eine höhere Anzahl von Arbeitslosen. Wir haben immer 6-7% Jugendarbeitslosigkeit. Das heißt, dass jeder 13. Jugendliche keine Arbeit hat, was ein gesellschaftspolitisches Problem ist. Und wir natürlich auch schon wissen, wenn jemand keinen Arbeitsplatz hat, ist er zumindest anfälliger für die anderen Versuchungen des Lebens. Also es hat auch durchaus berührt das andere öffentliche Güter, wie beispielsweise soziale Sicherheit, wie Sicherheit und so fort. Wir stellen fest, dass wir unter den Arbeitslosen einen hohen Anteil von Langzeitarbeitslosen haben. Also etwa ein Viertel der Arbeitslosen sind Langzeitarbeitslose. Das ist also auch ganz schlimm. Und unter den Langzeitarbeitslosen haben wir wieder einen sehr hohen Anteil von Arbeitslosen, die länger als 2 Jahre arbeitslos sind. Das heißt, eine absolute Zahl hilft uns nichts. Wir müssen uns verschiedene Problembereiche anschauen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir immer so 300.000 Arbeitslose haben, dann sagt das doch nichts davon aus, wie viele Menschen in ihrem gesamten Leben schon einmal von der Arbeitslosigkeit bedroht waren. Und wenn wir sagen, dass das etwa 700.000 Österreicher trifft, dann ist das auch schon sehr viel. Also das Thema Arbeitslosigkeit darf man nicht leugnen. Und daher ist es auch also für uns als Public Manager ganz interessant, sich dem Thema einmal näher zu widmen. Wenn wir jetzt angesehen haben, dass im Rahmen der Arbeitslosenzahlen Jugendarbeitslosigkeit ein Problem ist, dass die Arbeitslosigkeit von Langzeitarbeitslosen ein Problem ist, dann haben wir auch ein Phänomen der Frauenarbeitslosigkeit. Frauen werden gemessen an Männern schon in jüngeren Jahren arbeitslos, sie sind öfter arbeitslos und sie sind länger arbeitslos als die Männer. Das heißt, wenn wir dieses Problem wiederum in verschiedene Teilprobleme unterteilen wollen, dann ist das Phänomen Jugend, Frauen, Altersarbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosigkeit ein Thema, wo wir das große Ziel der Vollbeschäftigung oder des Abbaus von Arbeitslosigkeit in verschiedene Teilziele zerlegen können und wo wir sagen können, hier müssen wir gezielte Maßnahmen setzen. Auf das Phänomen
der Teilzeitbeschäftigung habe ich schon hingewiesen. Und wenn ich sage, diese Daten sind einfach da und das ist nicht zu leugnen und wir müssen die Konsequenzen daraus ziehen, dann nützt es uns auch nichts, wenn wir immer wieder Konjunkturprognosen machen, die zu optimistisch sind. Seitdem ich wirtschaftspolitisch denken kann, sind unsere Wirtschaftsprognosen immer die, dass es zwar jetzt noch ein bisschen hart ist, aber in 2, 3 Jahren ist es besser. Und wenn Sie es dann 5 Jahre später anschauen, dann ist dieses bisschen besser nicht eingetreten. Also wir sollten uns auch davor hüten, Konjunkturprognosen immer so anzulegen, dass sie für die Erstellung der Haushalte optimistisch genug und für die Reduzierung der Lohnforderungen pessimistisch genug sind. Konjunkturprognosen sind politische Aussagen und als solche auch zu werten. Aber als verantwortungsvoller Entscheidungsträger in Politik und Administration sollten wir das wissen, dass Konjunkturprognosen politische Prognosen sind. Und die Wahrheit ist, dass sie nie einhalten und dass es immer schlechter ist als prognostiziert. Also diese Optimistik sollten wir nicht beibehalten. Schauen wir uns einmal, und ich habe gesagt, wir haben ausreichend Text hier, der also dann noch in den Arbeitsgruppen noch behandelt wird. Ja, ich habe jetzt nur 3 Seiten herausgenommen, wo wir ein paar interessante Details finden, damit wir uns spannende Themen für die Arbeitsgruppen suchen können. Schauen wir mal auf Seite 64. Erstes Thema für unsere Arbeitsgruppe könnte sein, und das interessiert uns als Gemeinde und Länder und Bundesadministratoren natürlich, wie wirkt sich das Elend der Haushalte, das finanzielle Elend der Haushalte auf den Arbeitsmarkt aus? Also hier ganz interessante Internetrecherchen, vielleicht als Einstieg. Wir wissen, dass 2/3 der öffentlichen Investitionen Bauinvestitionen sind. Ein überwiegender Teil dieser Investitionen von den Gemeinden getragen wird. Und wenn wir jetzt feststellen, dass die Neigung also der Gemeinden hier zu investieren zurückgeht und wir in einigen Jahren bis zu 10% der Rückgänge in diesem Bereich haben, im Hoch- und Tiefbau, dann ist das sozusagen mit eine Schuld für den Konjunktureinbruch, dass eben die Haushalte zu wenig Geld haben. Aber warum die Haushalte zu wenig Geld haben, ist eine zweitrangige Frage. Das wissen wir, dass das auch eine Folge von Stabilitäts- und Wachstumspakt, der allgemeinen Konjunkturlage und so weiter ist. Aber Faktum ist, dass die Gemeinden einen spürbaren Beitrag zum Bruttoinvestitionsprodukt Österreichs abliefern und dass das lahmt oder schwächer ist. Also erste Fragestellung für unsere Arbeit in den Arbeitsgruppen und für Sie zu Hause, einen Konnex herzustellen zwischen fiskaler Not der Haushalte und Arbeitslosigkeit. Das ist also eine spannende Aufgabe und wie gesagt, wenn Sie hier die Hilfe der Studienleitung brauchen, jederzeit. Auf Seite 69 haben wir dieses Thema der Konjunkturprognosen, das ich ein bisschen erwähnt habe, dass die so laufend sozusagen revidiert werden. Spannende Aufgabe für die Internetrecherche und um das zu unterstützen und zu beweisen, was ich ausgeführt habe, nämlich Konjunkturprognosen und tatsächlicher Eintritt von Konjunkturprognosen. Ich würde Sie ersuchen, über das Internet herauszufinden, welche Prognosen von unseren Instituten abgegeben wurden und wie sie dann tatsächlich eingetroffen sind und inwieweit diese Konjunkturprognosen mit den Arbeitslosenprognosen dann korrelieren. Denn es ist schon ein interessantes Phänomen, dass die Mittel für Arbeitsmarktpolitik umso höher sind, je höher die Zahl der Arbeitslosen ist. Was eigentlich ein Argumentum e contrario in die Richtung ist, dass ein erhöhter Ansatz von Förderungsmitteln tatsächlich Wirkung zeigt. Also das wäre eine spannende Frage, wobei Sie sich natürlich selber hier ausreichend versorgen können. Dann habe ich noch auf Seite 87 unseres Skriptums etwas gefunden, das ich einmal so beschreiben möchte. Wie verändert sich die Arbeitswelt? Und unterstreicht das nicht also die These, dass wir dieses einmal fürs Leben ausgebildet in einem Beruf für immer versorgt nicht aufrechterhalten können? Und hier gibt es eben auch
wie viele Studien, die nachweisen, dass wir in der Landwirtschaft Jobs verlieren, in der Sachgütererzeugung Job verlieren, im Bauwesen Job verlieren, andererseits im Handel, in der Dienstleistung, im Gesundheits- und Sozialwesen Jobs abgehen. Und wenn wir uns jetzt diese WIFO-Studie vom Jahr 2001 anschauen, die bis zum Jahr 2005 prognostiziert, dann können wir vielleicht jetzt zum beginnenden Jahr 2004 hier schon auch die einzelnen Daten finden. Und das ist ja genau eine Frage. Wenn wir sagen, es beschäftigt sich, die Wirtschaft verändert sich, so wie es Handel ist Wandel heißt, so ist das im gesamten Wirtschaftsbereich so. Wenn aber jetzt hier Bereiche sozusagen betroffen sind, die schwinden und andere Bereiche betroffen sind, die steigen und diese anderen Bereiche vielfach Bereiche öffentlicher Aufgaben sind oder der zur Verfügungstellung öffentlicher Güter. Und es ist bitte das Gesundheits- und Sozialwesen ja im hohen Ausmaße ein öffentliches Gut. Hier ein Bedarf besteht und in anderen Bereichen kein Bedarf mehr besteht, dann ist das ja auch eine Art quasi Umverteilung, nicht? Das heißt, wenn wir dann sagen, die öffentlichen Haushalte müssen sparen, aber das ist genau jener Bereich, wo am allerstärksten Nachfrage da ist, dann ist das ziemlich schwierig. Nicht? Wenn ich sage, ich habe kein Geld mehr, ich muss öffentliche Aufgaben, kollektive Bedürfnisse ausgliedern. Gleichzeitig sehe ich aber, dass das in Wirklichkeit die Gesellschafts- oder die wirtschaftspolitischen Wachstumsmärkte sind, dann schneidet sich hier ein bisschen was. Und das ist ein Thema, mit dem ich Sie in einen Arbeitskreis entlassen möchte. Ich halte es für ein spannendes Thema und es ist durchaus für einen Verwaltungsökonomen auch interessant, einmal zu sagen, ja, wenn der Politiker kommt und sagt, dort gibt es Restriktionen, dass man sagt, wie weißt du, aber dass du da deine eigene Binnenkonjunktur abwürgst. Und damit wir hier gerüstet sind für diese Diskussionen, würde ich Ihnen das hier als Gedanke mitgeben. Wir haben auch hier in diesen Unterlagen, die sich ja noch bis in die Seite 133 durchziehen, also auch für Ihre, für die Heimhörer, also eine ganz spannende Lektüre, die hier möglich ist und auch eine ausreichende Lektüre, um sich ein bisschen ein Bild zu machen, alle dieser Leitlinien abgehandelt. Wir haben ja 19 Leitlinien alt, die jetzt zu 10 Leitlinien neu verdichtet worden sind. Das war eben die erste Aufgabe für unseren Arbeitskreis aus 19 nach 10. Welche dieser Leitlinien sind hier auf der Strecke geblieben und welche sind dann tatsächlich verdichtet worden? Hat man hier politische Ziele vorgegeben, die man wieder zurückgenommen hat? Hier finden Sie es entweder in den Unterlagen oder eben in der eigenen Recherche, aber spannende Leitlinien nur, wenn Sie sich einige rausgreifen wollen. Leitlinie 5, alt, war das lebensbegleitende, die lebensbegleitende Weiterbildung, wo man gesagt hat, man muss ein ganzes Leben lang sich weiterbilden, damit man eben nicht in diesem Ausmaße von Arbeitslosigkeit bedroht ist, wie das jetzt der Fall ist. Oder die Leitlinie 10, wo es um die Schaffung neuer Arbeitsplätze geht, also wo man durchaus auch eine Qualität in den Leitlinien, eine unterschiedliche feststellen kann, wie überhaupt Arbeitsmarktpolitik im hohen Maße Politik ist. Ich kann ja neue Jobs schaffen, indem ich die Lebensarbeitszeit verkürze. Ich also die Möglichkeit schaffe, dass man sozusagen Bildungskarenz machen kann. Ich die Möglichkeit schaffe, dass man sich Auszeit nehmen kann. Ich die Möglichkeit schaffe, Wochenarbeitszeit zu verringern, denn im Beobachtungszeitraum, den wir zuerst angelegt haben bei der Zahl der Arbeitslosen, die jetzt 20 Millionen beträgt, obwohl also die Jobs entsprechend explodiert sind, ist ja auch die Wochenarbeitszeit von 48 Stunden auf 37,5 Stunden zurückgegangen. Nach Adam Riese und Ceteris Paribus Unterstellung ist eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit, führt dann eigentlich zu einer Ausweitung des Jobangebotes. Es sei denn, Opportunity Costs, es wird wieder interessanter, Maschinen einzustellen. Also auch das ist eine spannende Aufgabe. Haben solche Daten einen Ausfluss oder eine Einwirkung auf das Ganze? Ich kann jetzt sagen, Arbeitsmarktpolitik heißt, ich muss versuchen, Lehrlinge zu qualifizieren in bestehenden Berufen. Arbeitsmarktpolitik kann aber auch heißen, ich schaffe neue Lehrberufe. Den Systemgastronomen beispielsweise. Also der, wir haben ja nicht mehr nur das alte, gute Wirtshaus, wo es also wirklich also Rahmbraten mit Bandnudeln gibt, sondern also vielfach an McDonalds oder wie ähnlich, wo also die Anforderung möglicherweise erst an den gastronomischen Mitarbeiter anders ist.
Also wir haben ja hier auch ganz veränderte wirtschaftliche Strukturen und dann ist die Frage, ob hier Mitarbeiter neu geschaffen werden. Oder man hat den Lehrberuf also in der Finanzdienstleistung und der Immobilienwirtschaft geschaffen. Es gibt also Änderungen in allen möglichen Bereichen. Also hier auch wieder verschiedene Maßnahmen, nicht? Also mache ich hier eine Vertiefung eher bestehender oder mache ich eine Verbreiterung? Oder gibt es sogar Möglichkeiten, beides zu machen? Also das wäre auch eine Möglichkeit, dass wir eine oder andere Leitlinie hernehmen und schauen, was ist aus dieser Leitlinie alt in der Leitlinie neu geworden? Oder wie realistisch war die Annahme im Jahr 98 und wie schaut sich das jetzt im Jahr 2004 bei näherer Betrachtung dann an? Sie sehen, wir haben für unsere Arbeitskreise ausreichend Stoff und Möglichkeit und das ist auch das, was ich unseren Fernlehre-Studenten also empfehle, sich also hier einfach einmal nur ganz einfach den Nationalen Aktionsplan, die 60, 70 Seiten durchzulesen, um ein bisschen ein Gespür für diese Dinge zu bekommen. Auf einige Leitlinien habe ich hingewiesen. Abschließend noch einmal zu dieser ganzen Konjunkturfrage. Ein prosperierender Wirtschaftsraum, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten, hat in den 90er Jahren 2,5% Wirtschaftswachstum gehabt, die europäischen Länder im selben Zeitraum nur 1,7%. Das heißt also auch der Abbau von Wachstumshemmnissen, die gelegentlich Administration unterstellt werden, führen dazu, dass man automatisch vielleicht Arbeitslosigkeit bekämpfen kann. Das will ich deshalb sagen, weil ich meine, dass es zwei Möglichkeiten für administrative Hilfestellungen gibt. Einmal, wir unterstützen Government in der Aufgabe Governance, indem wir ihnen sagen, wirtschaftspolitische Leitlinien und so weiter. Zweitens, Administration ist eher wirtschaftsfördernd als wirtschaftshemmend. Wir arbeiten alle daran, dass Betriebsanlagengenehmigungsverfahren schneller ablaufen, dass also hier schneller irgendwelche wirklich qualitativ hochstehenden Bescheide ausgegeben werden können und so fort. Das ist auch das, was immer als hehre Aufgabe an uns weitergegeben wird. Und ich sage immer gerne, die nehmen wir auch gerne an, wenn man uns auch die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt. Und damit schließt sich ja der Kreis wieder bei dem, was wir in den letzten drei Modulen immer und immer wieder gehört haben. Die Implementierung neuer Systeme, die Bereitstellung neuer Mittel, das Konnexitätsprinzip, ich kriege eine Aufgabe und ich kriege auch die Mittel dazu in die Hand, dann kann man die Aufgabe auch erfüllen. Geht das nicht, schaffen wir es nicht. Keine Frage. Daher, die Botschaft höre ich wohl und erbitte auch gleichzeitig um die Chance, diese Botschaft auch in die Welt tragen zu können. Und damit sind wir, glaube ich, schon, wenn auch abrupt, ein bisschen bei der Zusammenfassung. Wir tun uns ja hier bei dem Multimedia-übertragenen Lehrgang bei abrupten Wechseln nicht ganz so leicht, wie es den Journalisten und Schriftstellern möglich ist. Wie komme ich vom Schlachtfeld, bei dem tausende Soldaten sterben, plötzlich in die Idylle zu Hause? Ich muss also als Schriftsteller dann den sterbenden Soldaten den letzten Blick auf die untergehende Sonne oder den aufgehenden Mond werfen lassen und dann gleich sagen und auch die sowieso hat sich gerade den Mond angesehen, dann bin ich bei ihr. Darum haben wir jetzt ein bisschen abrupt diese Zusammenfassung jetzt vor Augen in diesem Modul. Wir haben festgehalten, dass öffentliche Verwaltung einem ganz enormen Veränderungsdruck ausgesetzt ist. Und dass dieser Veränderungsdruck mehrere Quellen hat. Dieser Veränderungsdruck hat einmal die Quelle der finanziellen Engpässe, der fiskalischen Nöte, der Knappheit der Ressourcen. Zweiter Veränderungsdruck, der auf die öffentlichen Verwaltungen zukommt, ist jener, den man mit demokratiepolitischer Weiterentwicklung oder Bürgerpartizipation bezeichnet, also dem, was Bürgerservice, neue soziale Beteiligungen, Bürgerinitiativen, alles diese Gesichtspunkte umfasst. Und wir haben dann dritten gesagt, dass dieser Veränderungsdruck auch dadurch gegeben ist, dass eben neue Instrumente zur Verfügung stehen. Wir nutzen betriebswirtschaftliche Verfahren, wir lassen uns von ökonomischen Modellen inspirieren. Das, was in der Privatwirtschaft schon lange möglich ist, das Management by Objectives, haben wir gesehen, wird jetzt auch in der Bundesregierung am 17. bis 18. März, also auf Bundesebene, auf Sektionsleiterebene, als eine der Möglichkeiten von New Public Management angeboten.
Wir haben gesehen, also dieser Veränderungsdruck, der im Bereich der Verwaltung tätig ist, ist immer auch gleichzeitig noch belastet damit, dass wir uns für diese neuen Herausforderungen rüsten und ausbilden müssen, gleichzeitig aber noch weniger Ressourcen im Personal und auch in finanziellen Mitteln zur Verfügung haben und gleichzeitig die Zielvorgabe der Output-Orientierung zusätzlich gestiegen ist. Wie wir das ja auch bei den Flexis und New Public Management in dem Artikel des Kurier heute zu Beginn besprochen haben, dass man mit weniger Leid und geringerem Budget mehr leisten muss. Also es gibt also einen, dadurch kann man das wirklich als starken Veränderungsdruck bezeichnen. Jetzt kommt sozusagen dieser Trend in die Dienstleistung, in die Verwaltung hinein. Wir haben schon gesagt, dieser tradierte Verwaltungsbegriff, Bürokratiemodell von Max Weber, wir haben das in verschiedenen Modellen besprochen, verändert sich jetzt im Bereich dieser Service- und Dienststellen oder dienstgesellschaftungsorientierten Administration. Finanzielle Knappheit haben wir schon gesagt. Wie begegnen wir denn dem, diesem Veränderungsdruck? Wir müssen neue Instrumentarien schaffen, uns bewährter Instrumentarien in verfeinerter Form bedienen und vielleicht diese neuen Kommunikationsmittel entsprechend nutzen. Und da haben wir schon gemeint, dass also die Verwaltungsinformatik, die Wirtschaftsinformatik für öffentliche Unternehmungen hier einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Dass es hier aber auch Unterschiede geben kann zwischen öffentlichen Haushalten und privaten Haushalten, weil aus betriebswirtschaftlicher Sicht möglicherweise auch etwas technisch Veraltetes ökonomischer sein kann als etwas technisch Neues. Aber wichtig, Informations- und Kommunikationstechnologien lassen sich nicht aufhalten, sind ja auch erst Teil und Hilfe bei der Voraussetzung für Bürgerpartizipation. Wenn Sie sich erinnern an das Dokumentationsarchiv für den Bürger, das also über Internet viel leichter möglich ist. Wir werden uns zu diesem Thema ja noch eines eigenen Moduls bedienen. Wir haben auch ausgeführt, dass das New Public Management ein besonders betriebswirtschaftlich geprägtes Modell ist und dass das ungeachtet der partiellen Unterschiede auch als Verwaltungsmanagement, als Verwaltungsökonomie und als öffentliche Betriebswirtschaftslehre bezeichnet wird. Weil ich ja am Beginn unseres Moduls Verwaltungsökonomie immer wieder auch die Frage gehört habe, wie unterscheidet sich Verwaltungsmanagement von Verwaltungsökonomie, Betriebswirtschaft öffentlicher Unternehmungen, ist das nicht alles dasselbe? Es ist im Wesentlichen, und wenn wir das im Rahmen der Mengenlehre sehen würden, dann gibt es hier überdeckende, überlappende Kreise. Es gibt also das, was ich hier als partielle Unterschiede gesagt habe. Aber Public Management und New Public Management nehmen zunehmend an Bedeutung zu. Beweis dafür, also die empirische Evidenz, die Presseaussendungen und die Einladungen, die wir heute von Seite der Bundesverwaltung schon bekommen haben. Schwerpunkte des Gebietes des New Public Managements sind einmal das Verwaltungsverständnis. Ich glaube, dass der Beginn für den Einsatz von New Public Management auch in uns allen selbst begründet ist. Ich glaube, wir alle, die hier sitzen und auch die, die wir über Fernlehre erreichen, haben ja ein ganz anderes Verständnis von Verwaltung, als das möglicherweise oder bisher der Fall war oder möglicherweise uns auch unterstellt wurde. Jene, die sich dieser Zusatzausbildung unterziehen, haben ja sich selbst schon als neue Public Manager verstanden, die eben permanent weiterlernen, die also sich eher als Servicebereich verstehen. Die Steuermechanismen in der Verwaltung haben sich geändert. Monokratische Behörden finden oft vielfach nicht mehr das Auslangen. Wir haben hier so verschiedenste Führungstechniken kennengelernt. Wir sagen, Personal- und Organisationsentwicklung sind wichtig. Wir haben gesagt, dass sich die neue öffentliche Verwaltung von der alten auch in der Ablauforganisation und in der Aufbauorganisation unterscheidet. Wenn wir Aufbauorganisation ansprechen, meinen wir hierarchische Verfassung und die ganzen damit verbundenen Aufbauorganisationsmodelle. Wenn wir sagen Organisations- und Personalentwicklung, meinen wir also Ablauforganisation. Wir haben schon gesagt, diese Personalentwicklung ist eine der Möglichkeiten, wenn sie noch dazu gepaart ist mit dem Budgetierungsmodell, mit einem Personalbudgetmodell, und unter Einsatz von diesen ganzen Controlling-Mechanismen, dass ich heute Personalentwicklung einmal als Ziel formulieren, dann auch ausreichend planen, gekonnt umsetzen kann und auch entsprechend kontrollieren kann, brauche ich natürlich die entsprechenden Instrumente dazu.
Bei der Organisationsentwicklung ist ja ganz wichtig, dass wir bei der Formulierung der Ziele also auch diese Leitbilder formulieren. Wie man ein solches Leitbild formuliert und welche Aufgaben solch ein Leitbild hat, haben wir schon bei dem Modul Kommunalpolitik, glaube ich, oder Verwaltungspolitik ja durchbesprochen. Die Verwaltungskultur haben wir unterschiedlich beleuchtet, wenn Sie sich erinnern an die funktionalen Typen öffentlicher Verwaltung, wo wir ein und dieselbe Frage, nämlich nach der Rolle des Staates, nach der Rolle der Verwaltung und nach der Rolle der Verwaltungsorganisation verschiedentlich behandelt haben, je nachdem, welche Rolle wir dem Staat zugeordnet haben. Ich darf noch in Erinnerung rufen, der Staat ist Supermarkt, wo ich heute neben Privaten anbiete und wo ich einen ganz anderen Wettbewerbsdruck im Bereich der öffentlichen Institution habe. Dass wir bei der Personalrekrutierung und auch beim Reform des Dienstrechts große Ansatzmöglichkeiten sehen, haben wir an einigen Beispielen festgemacht. Wenn wir heute sagen, dass es ja bei den Schnittstellen zwischen öffentlichen und wirtschaftlichen Bereichen dazu kommt, dass Humanressource aus dem Bereich der öffentlichen Verwaltung abgesaugt wird, weil wir den sozusagen herüberretten in den Bereich der Wirtschaft, und dann ein lebenslanges Feedback in Form von Zahlungen aus der öffentlichen Hand bekommen, weil wir sie eigentlich sozusagen entmannt haben, ihnen also diese Ressource weggenommen haben, nämlich den Mann, die Frau, die sich da ausgekannt hat, dann können wir dem nur im Dienstrecht neu begegnen. Und es müssen Spezialisten, und dazu müssen wir uns alle durchringen, auch wie Spezialisten in der Privatwirtschaft bezahlt werden. Das ist die Wahrheit. Und ein Controlling-Spezialist, der mir hilft, sehr viele Gelder einzusparen, hat halt vielleicht auch das Recht auf eine Prämie. Das ist die Wahrheit. Weil Controlling-Spezialisten werden sehr stark nachgefragt in der Privatwirtschaft. Aber ich glaube, dass sogar ein Marketing-Spezialist für einen Politiker von großer Bedeutung ist, wenn administratives Handeln oder politisches Handeln auch der Bevölkerung so vermittelt wird, dass schlussendlich auch die Akzeptanz steigt. Und wir haben ja also vielfach die Aufgabe, dass ich eine politische Entscheidung vorbereiten muss. Ich muss eine politische Entscheidung begründen. Ich muss eine politische Entscheidung verkaufen. Ich muss eine politische Entscheidung in ihren Folgen abschätzen und dann einführen. Und wenn das nicht hinhaut, dann erleben wir das tagtäglich, dass eine Ambulanzgebühr, dass also eine Pensionskürzung und andere Dinge so gesehen werden, auch wenn die Absicht eine andere war. Da hat sich in dieser Kette verzettelt. Da ist eines dieser Elemente nicht angewandt worden. Man hat einfach Fehler bei der Zielsetzung, beim Managementkreislauf gemacht. Und ich glaube, ich bin jetzt voll mit etwa 20 Mal der Wiederholung dieses Managementkreislaufs, der auch der öffentlichen Administration nicht erspart bleibt. Ich brauche ein Ziel. Ich brauche ein klar formuliertes Ziel. Dann brauche ich einen Planungsprozess, einen Umsetzungsprozess und einen Kontrollprozess. Und wenn ich das einhalte, und das ist Binsenweisheit, das ist so wie lieber reich und gesund als arm und krank, aber das Phänomen ist, dass sich niemand daran hält, dass wir heute Ziele formulieren, die aus dem Tagesgeschäft entstehen. Weil irgendjemand sagt, wir haben wieder einen Handlungsbedarf, wir haben seit 10 Tagen keine Pressekonferenz gehabt. Dann wird irgendein Ziel formuliert und das kann man wirklich nur mehr als hinausblubbern bezeichnen. Ja? Dann wird geblubbert und dann wird von der Administration erwartet, dass man dieses Gepluppere auch noch in eine halbwegs verträgliche Form bringt und auch noch entsprechend vermittelt und vermarktet. Und das ist eigentlich falsch. Und daher der Appell, dass man das tatsächlich im Rahmen, wenn wir schon im Rahmen der Verwaltungsreform Public Management, der New Public Management einsetzen wollen, dass wir uns den ganz einfachen Begrifflichkeiten weiter verschreiben und auch diese ganz einfachen Dinge tatsächlich erleben und umsetzen, wie wir die also hier gesehen haben. Und wenn wir immer das nicht vergessen, was sozusagen an einfachsten Weisheiten von den Nationalökonomen seit zig Jahren gepredigt werden, ne? Dass alles einen Preis hat, dass alles ein Markt ist, dass alles mit Gütern
dargestellt werden kann. Wenn also alles das, was wir heute in diesen jetzt 15 Elementen, wenn wir noch unsere Selbstarbeitsgruppenelemente dazu rechnen, sind sogar mehr. Wenn wir das in diesen Elementen gelernt haben, dann glaube ich, dass das also für die Beschreibung des Themas Verwaltungsökonomie ein guter Hinweis war. Es ist natürlich so, dass in der Fülle der Aufgaben, die in diesen Bereichen immer an uns gestellt werden, nur einige wenige Punkte herausgegriffen werden können, die sozusagen das Thema beleuchten. Man kann ja nur durch einige wenige Beispiele herausgreifen und nachweisen, was darunter verstanden wird. Wir haben sicher nicht alle Themen erschöpfend behandelt, aber die Intention war ja auch, wenn wir sagen, wir definieren einmal die Aufgabe der Verwaltung, leiten das aus der Geschichte der Verwaltung ab und geben dann die Instrumente an die Hand und schauen uns dann interne Verwaltungskontrolle an. Wenn Sie sich erinnern, haben wir ein bisschen das Controlling behandelt, die Dienstaufsicht, die Fachaufsicht, die Rechtsaufsicht und haben dann gesagt, es gibt auch eine externe Verwaltungskontrolle und haben uns sehr intensiv mit dem Rechnungshof beschäftigt, haben uns dann intensiv mit Rechnungshofmodellen der Länder beschäftigt, haben also da sicher zwei interessante Stunden verbracht und haben alles sehr dazugelernt. Und wie angenehm das ist, also was hier an PDF-Dateien und Untersuchungsberichten da ist, an Initiativen da ist, wenn das also auch in der Verwaltung gelebt und umgesetzt wird, dann ist es ja keine sinnlose Einrichtung, die hier geschaffen worden ist. Wir haben dann uns angesehen, die fiskalischen Grundlagen, die finanzwissenschaftlichen Grundlagen, haben uns überlegt, was ist überhaupt ein Budget, eine Steuer, welche Maßnahmen sind da möglich. Ja, wir haben uns überlegt, wie schauen Subventionen aus, was wird damit erreicht und wo vor allem liegen die extremen Unterschiede zwischen den privaten Märkten und den Märkten, auf denen die öffentlichen Institutionen tätig sind, dass man also mit dem Instrument Preis nicht viel arbeiten kann. Wir haben uns über das Thema ausschließlich und Ausschluss unterhalten und ich habe selber also jetzt dazugelernt, dass ich dieses Leuchtturmbeispiel durch das Straßenbeleuchtungsbeispiel ersetzen könnte, weil es viel plausibler ist. Aber es war, glaube ich, ein spannender Abriss. Und wenn wir dann noch auf die wesentlichen Aufgaben uns reduziert haben und hier herausgreifend ein Beispiel genommen haben, nämlich das der Aufrechterhaltung der Vollbeschäftigung. Und es ist uns auch gelungen, ist einmal zu verdeutlichen, wie wichtig dieses Thema ist und dass wir alle, auch wenn es uns unmittelbar nicht so trifft, daran nicht vorbeigehen können. Dann haben wir hier etwas sehr Nettes gemacht und, glaube ich, eine breite Ausgangsbasis dafür geschaffen, was wir jetzt in den anschließenden Modulen, in den einzelnen Arbeiten machen können. Wenn es von Ihrer Seite zu den einzelnen Aufgabestellungen in den Arbeitsgruppen noch Fragen gibt, dann können wir die jetzt gleich anschließend behandeln, bevor wir uns dann in diesen Einzelmodulen wiedersehen. Für die Fernlehre-Studierenden noch einmal wiederholen das Angebot, sich das Skriptum entsprechend selbst durchzulesen. Oder wenn es irgendeine Frage gibt, sich zu jeder Tages- und Nachtzeit, das ist ja der Vorteil des Internets, über E-Mail office@hans-sachs-institut.at an die Studienleitung zu wenden. Dann darf ich mich bedanken für dieses Modul. Es war also sozusagen das dritte Modul, das wir gemeinsam gemacht haben und auch das letzte Modul, das ich Ihnen vortragen durfte. Ich wünsche allen, die diesen Lehrgang Verwaltungsmanagement absolvieren wollen, bei den Prüfungen viel Erfolg und vor allem, dass Sie das, was Sie sich hier jetzt mühsam und die Aufgabenfülle in 450 Unterrichtseinheiten mit also bis zu 4.500 Seiten Stoff auch tatsächlich nicht nur intellektuell reflektieren, sondern wie das gewünscht ist, auch dann in der Praxis anwenden und umsetzen können. Auf Ihrem weiteren Lebensweg wünsche ich Ihnen auch alles Gute. Danke.